Meine Damen und Herren, das Prinzenpaar, jetzt fängt es vielleicht wieder zum Regen an, soll natürlich nicht mit nassen Füßen durch die Faschingssaison. Und wir haben einen, wir haben einen langjährigen Partner für den Transport seit vielen, vielen Jahren. Die Firma BMW vertreten durch die BMW-Niederlassung München. Sie stellen uns auch heuer wieder unseren Prinzenwagen. Und naja, wir haben auch natürlich deswegen wieder BMW gewählt, weil BMW nach eigener Aussage ja keine Grenzwerte überschreitet. Dazu muss ich sagen, zum Grenzwert überschreiten sind dann wir zuständig. Also, zu wenig Schlaf, zu viel Promille, zu spät ins Bett, zu lang schlafen, zu spät kommen, Termine, die sich verschieben. Diese Grenzwerte werden wir mit Ansage und mit Fleiß überschreiten, während der BMW sicherlich ganz sauber fährt. Ich bitte jetzt zu mir den Herrn Hochapfel von der BMW-Niederlassung München. Er ist der Leiter vom Vertrieb hier zu uns auf der Bühne, wie letztes Jahr schon. Es freut mich sehr, dass Sie zu uns kommen und auch noch ein bisschen was zur Historie und natürlich auch zum Auto erzählen. Ja, vielen Dank. Sehr geehrtes Prinzenpaar, sehr geehrtes Präsidium, lieber Herr Schmidt und liebe Münchnerinnen und Münchner. Es freut uns besonders, dass wir heute seit vielen Jahren dem Münchner Prinzenpaar ein Münchner Auto, ein BMW, zur Verfügung stellen dürfen. Und diesmal sind wir besonders stolz. Warum? Weil das der jüngste Spross ist, den wir in unserem Produktpalette haben, seit wenigen Wochen erst auf der Straße. Und wie unser Vorstandsvorsitzender sagt, das Beste aus allen Welten. Wir haben sehr viel Carbon in das Auto verbaut, die das Auto sehr viel leichter macht. Und wir haben natürlich in dieses Auto, was rechts von uns steht, auch für das Prinzenpaar sämtliche Helferlein hineingebaut. Im Winter hilft die Standheizung, das Laserlicht leuchtet euch die Straße 600 Meter weit aus. Auch das eine Weltneuheit, sensationell. Und auch viele andere schöne Sachen, damit ihr wirklich durch die Session gut durchkommt und immer unfallfrei hoffentlich. Ich glaube, an der Stelle darf man das besonders betonen. Ja, und auch im Namen der Niederlassung München darf ich Sie heute schon, wenn Sie Lust auf mehr BMW oder auch mehr BMW i oder Mini bekommen haben, schon einladen für nächsten Samstag, heute in einer Woche. Da feiern wir unseren Neujahrsstart in all unseren Betrieben, am Frankfurt Ring, im Fröttmanning oder auch beim Mini in der Nordwitz und auch in Solln. Sind Sie herzlich willkommen, um alle anderen 28 BMW-Modelle und einen Ausblick auf das Jahr 2016 zu bekommen. Also würden wir uns über Ihr Erscheinen freuen. So, und jetzt würde ich vorschlagen, ich habe hier ein wunderschönes bekommen. Jetzt wird es etwas schwierig. Auch diesen Schlüssel mal jetzt übergeben werden. Auch dieser Schlüssel ist was völlig anderes. Die meisten denken, es ist ein neues iPhone. Wenn wir ihn mal auspacken mit Display und das Auto kann auch fahrerlos einparken, also wenn euer Fahrer mal eng geparkt hat, steigt alle bitte aus, drückt auf den Schlüssel und das Auto fährt allein in die Parklücke rein. All das kann dieser neue, und jetzt lüfte ich das Geheimnis, der neue BMW 7er. Also jetzt hast du so drei Grenzen mit deiner Prinzessin. Ja, du hast da gestanden. Ein 37 Diesel.